Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu RimWorld. Ja, dies hier ist jetzt mehr oder minder eine kleine Notaufnahme, da ich aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen die ganze Nacht durchgestreamt habe und davor ja schon keine Videos mehr hatte. Ja, mal gucken, wann das hier rauskommt. Aber das bedeutet schon mal, dass ich schon mal nicht überziehen kann. Fährt mal also ein, zwei Minuten kürzer. Und ja, und wir arbeiten hier immer noch an Hochtour am Gewächshaus, das nicht fertig wird. An der neuen Krankenstation. An ein paar Schlafzimmern. Und ja. Läuft vorerst. Und mir ist auch der Tipp zu Ohren gekommen, dass die Angreifer, die jetzt von hier kommen würden, die würden erst einmal komplett außen rum gehen, solange es keine Tunnelbohrer sind. Und sich doch mal in diese Killzone hier reinstellen würden. Yuna, was hast du da gemacht? Hä? Kannst du da mal bitte löschen? Hallo? Ja, der Kommissar kommt schon. Und Sam und Natalie. Könnt doch gerne mal sie beeilen, Leute. Hey, ja, das Teil muss direkt repariert werden. Weil Tunnelbohrer würden sich direkt durchbohren. Die Granitwand müssen wir auch mal platt machen. So, habt ihr es wieder im Griff? Herbert, kannst du es mal reparieren? Danke. Gabriel, was machst du? Ach, du holst wieder Stahl. Aufgabe Friedensgespräche. Ne, können wir momentan vergessen. Und Verwirrung bei Abankeimbe. Die Ursache, die das fast zum Überlaufen ließ, war stärkere Schmerzen. Alles klar. Ein Glück, dass du nicht, soll ich sagen, daheim bist. Lebensmittelvergiftung genesend. Ist gut. Ich hoffe, du gibst mir da draußen nicht um, Mädchen. Komm erstmal nach Hause und so. Dann kannst du gerne durchdrehen. So, Natalie forscht weiter an den Geschützen. Ist doch schön. Kochen müsste mal jemand. Lavalion oder... Sam? Ist Reis. Koch doch erstmal bitte. Haben wir noch irgendwas da? Bisschen Fleisch, ne? Ja genau. Verfüttert es ans Schwein. Trag das mal bitte heim, Vincenta. Was hast du vor? Du versuchst zu rekrutieren. Trag das mal bitte heim, damit es da nicht weggefressen wird. Nur noch 6 Reis. Super. Heieieiei. Das wird mal kritisch. Weißt du was? Ich glaube, wir erlegen mal die Maffe los. Da geht dann mal Robin mit. Kommissar. Rebecca, Natalie, Vincenta, Herbert. Sam kocht noch. Geht auch Stella mit, die ist super gut drauf. Moment. So, meine Stimme ist von gestern noch ein bisschen angeschlagen, beziehungsweise von heute Morgen. Carina kann mit, Brian kann mit. So, wir jagen mal die Maffe los. Irgendjemand braucht Behandlung? Rebecca. Ich glaube, das ist dein Tumor, oder? Wo sind die Maffe los? Die waren doch hier irgendwo. Ach da. Alles klar, ein bisschen Fleisch kann uns ja nicht schaden. Können wir das mal schneller machen? So, okay, die haben sich schlafen gelegt, das ist schön. Weißt du was, wir können da nie herangehen, aus diesem Grund. Vincenta, du bist aber nicht gerade die Schnellste, ne? So, würde ich mal sagen, beschießen. Hier, Carina, die nächste bitte.
Scheiße. Hoppala, nicht dahin rennen. Gut, das war der erste Streich. Ihr liegt dafür bestimmt wieder schlafen, oder? Die nächsten, bitte. So. Und Feuer. Oh, mal florächtig, das ist doch gut, dass der herkommt. Wunderbar. Herbert. Töten. Brian. Moment. Nicht essen. Egal, was ihr macht, esst das nicht. Brian, schlepp das mal bitte nach Hause. Stella, du schleppst bitte mit. Genau. Und der Rest kann nach Hause gehen. Dann kommt wieder ein bisschen Fleisch ins Haus. Eieieiei. Herbert, was sagt da dein Nahkampfskill? Ja, das macht Spaß, wenn du etwas machst, worauf du Interesse hast. Steigt aber nicht. Weißt du was? Beschießen. Geht doch. Herbert? Trag die mal bitte mit nach Hause. So, sind die Muffalos langsam da? Gut. Sam und Lavalion kochen noch. Wir haben ein paar Agavefrüchte, wenn man es so nimmt. Haben wir noch Holz? Nein. Könnte aber ein bisschen Holz hacken gehen. So. Justin. Erntet Reis. Schneit es? Ist das Schnee? Muffalo, du kannst da mal weg. Ich weiß, ein paar Leute haben Hunger. So, Sam, wo rennst du denn hin? Koch deine Mahlzeit. Gut. Irgendjemand müsste mir das Vieh mal zerlegen. Achso, Lavalion füllt den Herd auf. Wer ist denn sonst noch einer auf unserer Köche? Gabriel, nein. Natalie eventuell, was die Barkeeperin ist. Stella könnte auch. Stella, Liebes, was machst denn du? Du trägst immer noch, dann kannst du direkt mal Tag stückeln. Damit wir hier weiterkochen können. Ein paar Agavefrüchte haben wir noch. Carina, nein, bitte keine Agavenfrüchte roh essen, danke. Das dauert noch alles ein bisschen. Wie viel Leder hier zusammenkommt, ne? Gut, Leon isst wenigstens eine einfache Mahlzeit. Ist doch auch schon mal was wert. So, und die Küche dürfte dann auch mal geputzt werden. Und wie geht's dir denn so? Willst du manchmal langsam nach Hause kommen, Mädchen? Reiß dich doch mal zusammen. Eieieiei. Wenn es so weitergeht, bekommst du nichts mehr zum Abendessen. Das sage ich dir, Brian. Geht's dir noch gut, im Kühlschrank zu liegen? Na gut, dir geht's gut. Zumindest bekommen wir da einiges an Dingen bei raus. An Fleisch. Ist der dritte schon da? Haben wir schon drei Muffalos zerlegt? Herbert. Herbert schläft schon. Du hast den hoffentlich nicht liegen lassen irgendwo unterwegs, ne? Du hast ihn sauber abgegeben und wir haben ihn zerlegt. Wäre Verschwendung, wenn er jetzt irgendwo vergammeln würde, ne? Und die Waschbären können wir alle ausmerzen. Das ist super. Ach ja, die fressen uns hier alle die Haare vom Kopf. Ja, das passiert halt, wenn man zu schnell wächst, ne?
Man sollte halt wirklich so lange, es geht nur mit 5, 6 Leuten arbeiten. Dann überlebt man dicken länger. Aber Rebecca geht jetzt auf Waschbärjagd. Ist schön. Wir haben noch ein bisschen Reis rumliegen. Gabriel, was machst du? Du ruhst dich noch aus. Eigentlich bist du fit wie ein Turnschuh. Könntest du mal bitte das hier fertig arbeiten? Und wieder anpflanzen können? Das wäre super. Gabriel, du bist ja immer noch unser Hauptarbeiter, oder? Bauarbeiter. Aber bevor du was anderes machst, musst du bauen. Und wie geht's unseren Gefangenen? Rilo. Ja, dem geht's soweit gut. Gefängnis. 4,4, das schließt sich uns bald auch an. Dann bekommt als nächstes laut meiner Liste der Lennox seinen Charakter. Hoffentlich schaut hier überhaupt noch zu. Das wäre schön. Stella, du bist handwerklich begabt. Ja doch, das geht. Und du hast sogar Spaß dran. So. Lass mich raten, wir haben keinen Granit mehr, oder? Ah doch, Granit haben wir noch genug. Das sollte hier soweit ausreichend sein. Wofür holst du jetzt den Stahl? Achso, für den Generator. Ah, du bist wieder fit. Du holst dir eine einfache Mahlzeit, finde ich super. So, aber dann würde ich mal sagen, schicke ich mal ein paar Leute los. Kommissar bearbeitet zwar Stein, aber ich würde mal sagen, du holst Stahl. Justin baut Granitwand ab, du holst bitte auch mal Stahl. Rebecca jagt ein Eichhörnchen, das ist wichtiger. Natalie darf forschen. Vincenta kocht. Kannst du kochen? Ah, du lernst es noch. Herbert baut Granit ab. Holst bitte auch mal ein bisschen Stahl ab. Sam schlachtet Kreatur, ist in Ordnung. Stella, was machst du? Bearbeitet Steine, komm, einer sollte zumindest noch Steine bearbeiten. Carina entfernt Müll. Muss ja trotzdem mal ein bisschen was holen. Benedikt macht nichts. Timo trägt Akavenfrüchte. Du isst. Komm, da sollte wenigstens ein bisschen Stahl reinkommen. Muss man nicht ständig alles holen, ne? Oh, guck mal, Schnee. Wenn wir Glück haben, bauen die gleich Schneemänner. Das ist super. So. Apropos Schnee. Mir wurde vorhin auch mitgeteilt, ich sollte mal wieder Schnee schippen, habe ich gemeint. Nee, ist doch nicht nötig. Es ist ja Tauwetter. Gehe ich da mal raus und lege mich instant auf die Fresse. Dann dachte ich mir auch mal, vielleicht sollte jemand mal Schnee schippen. War auch ganz lustig. Ich glaube, man kann ja auch Schnee schippen lassen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Befehle. Ich meine Zonen, oder? Hier. Eine Schneeentfernungszone. Also, sobald die Mittagspause haben, könnte es passieren, dass die Schneemänner bauen. Könnte, muss aber nicht. Okay, mal Mittagspause. Dann spielen sie noch Poker. Ah, guck mal, Gabriel hat sich endlich mal vollständig erholt. Das ist doch schön. Wie geht's denn hier eigentlich? Hast du wieder ein paar Körperteile, die fehlen? Nö. Aber ich schätze mal, bei Robin müssen wir mal langsam mal eine rechte Schulter anbauen. Prothesenwerkbank, die ist hier. Bauen wir mal eine Schulter. Beziehungsweise einen stählernen Arm. Der stählerne Arm des Gesetzes. Ja. Mhm. Achso, du hast das Zeug für das Stromkabel geholt, Gabriel. Baut Granitwand. Ach, Schlafzimmer sind auch wichtig, da gebe ich dir recht. Haben wir mittlerweile genug Marmor für den Boden? Nicht wirklich. Aber ich ziehe hier trotzdem meinen Marmorboden rein.
So viel Zeit muss sein und es ist angenehm ruhig. Ach, guck mal, jetzt können wir auf einmal Silberfliesen und Goldfliesen machen. Als ich noch gelebt habe zu meinen Lebzeiten, war das nicht möglich. Ja, herzlichen Dank auch. Da sind wir doch nur ein eindrucksvolles Schlafzimmer, ne? Und dann sowas. Eieieiei. Und Nachttischkästen können wir auch mal hinstellen. Aus irgendwelchen Materialien. Möbel. 3x3 Tische sind verfügbar. Brauchen wir aber nicht. Nachttisch. Aus Granit, komm. Gut, drehen kann ich den nicht, aber da kommt auf jeden Fall überall mal einer rein. Naja, fast überall. Zumindest da, wo Doppelbetten drin stehen. So, wunderbar. Guck mal, Sam hat das erlegt. Aber wieso schlafen ja schon alle? Ist doch erst 18 Uhr. Lavalion, wie fit bist denn du? Wie fit? Ja komm, tu mal zackstückeln. Sam schläft auch. Psychische Beruhigung, das ist doch schön. Deine weiblichen Kolonisten lächeln zufrieden. Eine weit entfernte Maschine des Glücks rührt sich. Sie sendet ein starkes psychisches Summen. Also, wenn es weiter nichts ist, ne? Gut, dass wir die Sam noch ein bisschen schlafen. Dann kannst du anfangen mit dem Kochen. Also ich würde es ja machen, aber ich liege ja längst in meiner Kiste. Sam, bist du wach? So gut wie, komm, kannst du anfangen zu kochen. Mit dem Schlafzimmer kommen wir auch nicht voran. Wenn man das hier als priorisieren könnte, auf dem Motto, baut das hier zuerst. Dann das und dann jenes. Weißt du, was ich mal kurz mache? Jeder, der gerade nicht mit Kochen und Jagen beschäftigt ist, tut mal bauen. Du musst anpflanzen und abpflanzen. Rebecca tut jagen. Nathalie, du kannst später noch forschen. Damit wir mal ein bisschen vorankommen, verstehst du? Sam tut kochen. Stella bearbeitet Steine, braucht man noch. Carina, die alte Mörderin, tut mal bauen. Benedikt tut mal kurz bauen. Timo tut bauen. So, dann gehen wir mal Vollgas. Damit wir mal ein bisschen vorankommen, verstehst du? Seltene Trumbos. Ach ja. 360 Fleisch. Oh, das sind 36 Mahlzeiten da drin. Das Problem ist, das Teil hält unendlich viel Schaden aus. Wenn wir Pech haben, zählt es unsere Leute. Hey, Nahrungsmittelvergiftungen sind doch schön. Gabriel schläft jetzt. Wie schaut's denn aus? Bist du des Wahnsinns? Schaust, dass du da weiterarbeitest. Oh, das war Akabambia. Ja gut, dir geht's halt soweit gut. Ja genau, mal Steine verlegen und sich übergeben. Hier, verteile nochmal ein paar Steine. Dann die Steine schon mal hier liegen, verstehst du? Ah, und wir haben einen weiteren Tag, beziehungsweise eine weitere Folge überlebt und Sam ist verwirrt. Ja gut, passiert. Lavalion, wie schaut's aus? Kannst du aufstehen zum Kochen? Ja, doch. Dann koch mal bitte weiter. Herbert merkt's gar nicht, wenn's du weg bist. So, hier ist schon mal der Nachttisch fertig. Oh, guck mal. Das eindrucksvolle Brett bringt Schönheit plus 76. Die Kommode plus 7. Oh nein, Muskelparasiten. Carina Mörderin ist an Muskelparasiten erkrankt. Oh oh. Hoppala. Hier. Das ist aber keine tödliche Krankheit, ne?
Muskelparasiten leicht. Na gut, Behandlung notwendig. Und da wir da keine Prozentzahl sehen in Sachen, die da hochsteigt, ist es keine tödliche Krankheit, aber man sollte die wegen den Schmerzen halt trotzdem behandeln. Sonst noch jemand infiziert? Nur Carina. Alles klar. Leg dich mal bitte hin. Ich schicke dir gleich mal jemanden vorbei. Robin, bist du wach? Ja, so gut wie. Kümmere dich bitte drum. Wunderbar. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, mit den Muskelparasiten machen wir heute mal an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es dann vielleicht mal wieder ein bisschen mehr zu tun gibt. Tschüss.